Musiker.tv, hallo, der Mario. Ich will heute mal meine Instrumentenkabel vorstellen. Und zwar benutze ich aktuell Cordial-Kabel, da sie neben ihrer herausragenden Qualität auch optisch ein absoluter Hingucker sind. Ich habe hier als erstes das Kabel in unverwechselbarer Kupferoptik mit der Bezeichnung CSIPP Metal Silent oder Metall Silent. Es basiert auf der hochwertigen Meterware CGK 175, die mit ihrem großen Leitungsquerschnitt von 0,75 Quadratmillimetern überzeugt und für eine hohe Leitfähigkeit sorgt. Die doppelte Schirmung aus Plankenkupferdrähten, die auf leitendem Kunststoff zum Einsatz kommt, garantiert eine störungsfreie und glasklare Signalübertragung über weite Strecken bis zu 15 Meter. Der robuste, halbtransparente Mantel aus PVC sorgt für eine unverwechselbare Kupferoptik. Abgerundet werden diese ausgezeichneten Eigenschaften mit zwei hochwertigen High-End-Neutrik-Klinkensteckern, die durch ihre bewährte Zugentlastung auch mal einen Tritt auf das Kabel verzeihen und für einen ausfallsicheren Auftritt und lange Haltbarkeit sorgen. Außerdem besitzen beide Stecker Goldkontakte, die vor Korrosion schützen. Der Silent Plug, der ausschließlich am Instrument und nicht am Verstärker verwendet werden darf, sorgt dafür, dass es beim Instrumentenwechsel nicht zum nervtötenden Krachen kommt. Ein integrierter Mechanismus im Stecker verbindet Plus und Masse miteinander, sodass das Kabel kurzgeschlossen ist und der Signalfluss unterbrochen ist, bis das Kabel eingesteckt wird und der Ring, den man hier erkennen kann, Plus und Masse unterbricht und somit der Kurzschluss aufgehoben wird und dadurch der Signalfluss aktiviert wird. Das Kabel ist trotz seiner Konstruktion noch sehr flexibel und lässt sich auch sehr gut aufwickeln. Und da wären wir auch schon beim nächsten Kabel, was in Sachen Flexibilität keine Wünsche offen lässt, das CXI PR Edition 25 Silent. Basiert auf der Basis der hochwertigen Meterware CGK 150 mit ihrem hohen Leitungsquerschnitt von 0,5 Quadratmillimetern. Die Herstellung solcher Gewebekabel geht meistens zu Kosten des Leitungsquerschnittes, nicht aber bei Cordial. Cordial hat 25 Jahre Erfahrung in die Entwicklung der Edition 25 Serie gesteckt. Das Resultat ist ein Kabel mit doppelt so hohem Querschnitt wie bei herkömmlichen Gewebekabeln mit einer Signalübertragung in höchster Qualität und frei von elektromagnetischen Störungen, da auch hier eine doppelte Schirmung bestehend aus blanken Kupferdrähten auf leitendem Kunststoff zum Tragen kommt. Der doppelte Mantel aus PVC und Textilfasern garantiert eine hohe Haltbarkeit, besitzt eine coole Optik, lässt sich sehr gut aufwickeln und flexibel einsetzen. Der Mantel wurde millimetergenau abgestimmt, sodass auch hier gerade noch die hochwertigen Neutrik-Klinkenstecker zum Einsatz kommen konnten. Wahlweise natürlich auch hier mit seinen Plug in gerade oder wie hier abgewinkelter Form. Ich zeige jetzt die Funktion des Silent Plug am Instrument. Ihr könnt hier den Ring sehen, der nach hinten geschoben wird, sobald der Stecker eingesteckt ist. Im Moment ist kein Signal vorhanden. Wenn der Ring nach hinten geschoben ist, ist das Signal da. Das Ganze passiert lautlos. Eine ganz feine Sache, so wollen wir das haben. Und wer es total abgefahren mag, der ist mit der Blacklight Edition bestens bedient. Sie basiert ebenfalls auf der hochwertigen Meterware CGK 150, die schon in der Edition 25 Serie in ganzer Linie überzeugen konnte. Der Unterschied liegt jedoch im Gewebemantel, der aus einer speziellen Farbzusammensetzung besteht und über UV-reaktive Eigenschaften verfügt und somit unter UV, also Schwarzlicht, die Kabel in ein spektakuläres Farbenspiel auf der Bühne verwandelt und sicherlich jeden Besucher in Erinnerung bleiben wird. Erhältlich sind die Blacklight Edition Instrumentenkabel in besonders auffälligen, schwarz abgesetzten Orange oder Grün, die ebenfalls mit den hochwertigen Neutrik-Klinkensteckern mit oder ohne Silent Plug angeboten werden. Das war's von Musiker.tv zu meinen verwendeten Cordial-Instrumentenkabeln. Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität und der Optik. Ich kann die Kabel wirklich sehr empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal, das würde mich freuen und schreibt wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.